So, da wäre er wieder. Also ich habe das ganze Rätsel hier gemacht, mit den Foto und Kugel, die durch die Gegend schießen. Und jetzt treten wir hier drauf und kämpfen gegen die ersten Mönche. Na komm, Post Nummer 2. Nummer 2. Da hätte ich doch eher auf Distanz gehen sollen. Ja. Welcher von euch ist der Angeschlagene? Der hintere. Oh, schießen sich gegenseitig ab. Sehr schön. Ja, der kriegt Schaden. Ist er gleich tot. So, und du auch noch. Und dann machen wir das gleiche wie vorhin. Gehen langsam beide Räume ab. Nur halt etwas vorsichtiger, was das Kämpfen angeht. So, schlafen. Ganz wichtig, schlafen. Und dann nochmal Essen prüfen. Weil das habe ich jetzt gemacht, nicht gemacht. Zwischen der letzten und dieser Folge. Bin da eigentlich recht panisch durchgelaufen und habe alles möglichst schnell angeklickt, damit ich weiterspielen konnte. Und weiter aufnehmen konnte. Müsste aber soweit gut aussehen, ja. Also, Blitzstrahl, Feuerball hier in den Seitengängen war ja nichts so Schlimmes. Da war ein Knopf. Da war die Lurkerhaube. Schlüsselbeil schon mal. Sulfurius Potion. Mhm. Und zwei Eisbomben. So, erstmal. Der Drache ist außerhalb des inneren Sanktum-Eingangs. Ja. Aha. Andere Seite. Warum war die Seite jetzt schon offen? Hm. Okay. Wurfaxt weg. Kein neuer Schlüssel. So. Schlüssel. Nicht schon wieder gegenwerfen. So, jetzt ist irgendwo was aufgegangen. Genau. Da seid ihr ja. Das ist eine ganze verdammte Menge. Nehmen wir einfach mal diesen ganz langen Gang hier und machen ein Artillerie-Duell. Ich denke mal, ich gewinne das, weil... Oh. Weil ich kann ausweichen und die nicht. Und die können ein bisschen mehr aushalten als wir. Oh. So, zwei tot. Fehlen noch zwei oder so. Ich glaube schon. Das ist ganz schön ruhig. Ah, da ist er, ne? Ding. Gerade noch reingestraft. Oh. Okay. Energie für einen Feuerball noch, das war's. Wuselt hier noch irgendwo irgendjemand rum? Nö. Gut, schlafen. Und dann weiterschauen. Vor allem waren wir im einen Seitengang ja noch gar nicht zu Ende drin. Dann können wir mit dem Teleporter weitergucken. Aber ja, die Mönche haben schon in sich, vor allem wenn da so viele auf einmal kommen und die dann einkesseln, hat man recht schnell ein Problem. Weil halt alle Schaden bekommen, dann sterben zuerst die Magier. Und die Magier sind die, die den Schaden machen, dann ist eigentlich eh schon vorbei. So, diesmal warten wir auch bis zum letzten Witzelchen Energie. Das könnte später wichtig sein. Und machen jetzt unsere Zauber. Da hinten. Licht.
bist du nicht auch hierher gekommen? Oh, ist komisch. Au. Sonst keiner hier. Komischer Kauz. Den machen wir jetzt mit Nahkampfwaffen kaputt. Verschwenden wir wenigstens keine Energie. So. Und du hast den Chitinpanzer. Wir brauchen den Chitinpanzer nicht. Und wir haben. Nee. Du Hunger? Ja. Wer hat die Handschuhe bekommen? Ja. Du zieh mal die Pitfighter-Handschuhe an, damit du mehr tragen kannst. Auch wenn es nicht so wirklich zum Magier passt. So. Feuerball, Blitzstrahl. Also, wir haben es diesmal überlebt. Die drei Mönche da und den einen Mönchen hier. Das heißt, wir müssten jetzt da reinspringen. Und das wird garantiert nicht schön. Blauer Kristall. Ah, ist schon mal sehr schick. Versuchen wir uns da mal durchzukämpfen. Ja, das war ja nicht wirklich schwer. So, du wirst sofort markiert. Blauer Kristall. Ah, dieses Chitinflügel. Ja. Okay. No. Ich habe ähnliche Kristalle in dem Tempel von Nex gesehen, aber verglichen mit diesen riesigen Formationen waren jene verdorrt und leblos. Diese Kristalle hatten anscheinend nicht genug Energie, um einen gefallenen Kameraden zurück zum Leben zu bringen. Ich frag mich, wie oft ich noch den Tod betrügen kann. So rum. Ziemlich häufig, würde ich sagen. Genau, das kann auch hier bleiben. So, Schritt für Schritt, ganz vorsichtig. Also wir haben jetzt hier einen Akzeptor freigeschaltet. Und hier habe ich gerade einen Lichtschein gesehen. Ja, nicht Licht, dunkel. Oder kam mir das nur so vor? Okay. Die nicht. Feuerball. Und keine Spinnenfliegen mehr zu hören. Was haben wir denn hier? Transmutation Chamber. Also Veränderung, Verzauberungsraum. Machen die Hebel hier. Machen wir erstmal ganz normal auf. Oh. Oh, da können wir was reintun, dann wird es verändert. Sicher, sicher. Fertig. Eislizard-Steak. Was zu essen. So. Nö. Also ist wohl nur wirklich für ganz spezielle Sachen. Gucken wir mal. Und die veränderte Sache muss wahrscheinlich hier rein, ne? Ja. Okay. Dann nochmal hier rum. Eine Schnörkeltür ohne Schnörkelschlösser. Ja, yeah, und eine Treppe runter. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Kannst du knicken. Und hier sind die Spinnenfliegen. Dann kommt her. Genau, du. Scheinen nicht viele zu sein. Mönche. Oh, Mönch. 316, ah, ist aber ordentlich.
kaputt. Sehr schön. Jetzt noch die Spinnenfliege. Es wird lauter. Ah, da sind die. Okay. Aber irgendwo turnt hier noch ein Mönch rum. Kann ich ganz deutlich hören. Wow. Nimm das. So, Schild muss gleich kaputt sein. So, jetzt. Oh. Und kaputt, sehr schön. Der Helm. Ist besser als unser Helm. Haben wir jetzt Ruhe? Also ja, die Viecher sind noch da drin. Aber außer den Viechern. Hier höre ich noch mehr Mönche. Aber wir sind schon ganz schön weit vom Eingang weg. Wir sollten uns nicht zu weit vom blauen Kristall entfernen. Nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also da und da noch überprüfen. Danach können wir die Viecher mal da nach und nach stutzen. So. Blauer Kristall müsste eigentlich hier vorne gleich sein. Nicht so wirklich, da oben. Keine Verbindung, okay. Also es geht nur... Warum ging es da oben nicht weiter? Achso, da oben war der Transmutation Chamber. Okay. Da war der Akzeptor, der irgendwas macht. Gucken wir hier durch und dann räumen wir die Spinnenfliegen auf. Feuerball. Blitzstrahl. Drei Eingänge. Overkill. Handschuhe. Sehr schön. 3,0, 2,5. Also Kilogramm. Das heißt leichter und stärker. Schöne Kombination. Also wir haben jetzt alle Türen aufgemacht. Das heißt, es geht nur noch da oben weiter. Blitzstrahl. Feuerball. Hallo Mönch. Na komm. Ups. So. Was haben wir hier für einen Raum? Da ist schon mal eine mehrere Fallgruben. Da sollten wir runterspringen, sobald wir wieder Leben und Energie haben. Ich höre noch Schleim, also irgendwelche Schnecken oder Pilzartige. Und noch ein Gang. Die sind ganz schön verwinkelt hier. Was prädestiniert dazu, dass uns irgendwas in den Rücken fällt? Bist du der Schneckenkönig? Du hast keine Krone mehr auf, aber du hast so komische Stacheln da dran. Ja, genau du. Da ist noch ein Schildchen. Ah! Das war kein Feuerball. Garstige Biester. Okay. Der Schneckenkönig nennt uns Krieger und warnt uns, dass es schlimmer wird. Mhm. Sehr gut, denke ich. Krieger klingt irgendwie ein wenig furchteinflößender als Neuling oder Apprentice. Dahinter war der Schneckenkönig. Noch mehr Frostbomben. Oh, nicht überladen sein. Überladen sein ist nicht toll. So. Wir haben ganz schön viele Kräuter. Bisschen mehr aussortieren, dann passt das. So.
gute Stelle zum Schlafen suchen. Und dann, wie kommen wir hier rein? Schalter, sind hier keine normalen Umgebungen. Da lag vorher wohl schon was drin. Da ist eine Druckplatte, oder? Ah, wir können nicht zu diese doofen Dinge reinschmeißen. Das finde ich immer noch irritierend. Bei Dungeon Master war das irgendwie ein bisschen intuitiver. Also große Sachen konnte man nicht durchschmeißen, nur so einen kleinen Dolch oder Stein, das ging schon. Und ein neuer Traum. Der zerbrochene Mechanismus kontrolliert das Portal. Von dort können wir entkommen. Ich bin immer noch zu schwach, um mich zu bewegen. Aber ich bin froh, dass du Fortschritte machst. Ich muss meine Kräfte sammeln, sodass du uns zu einem Haufen Schleim auf dem Boden zerstampfen kannst. Ja, wissen wir schon. Doofes Ding. Also ja, zu Ende schlafen, leveln, dann einen kleinen Cut und abspeichern. Und dann räumen wir hier unten auf. Ich bin schon gespannt, wie das später mit dem Würfel wird. Also, wie ich schon geahnt hatte, wurde es, je weiter nach hinten wir kommen im Content, desto mehr Veränderungen tauchen auf. Oh. Also wie jetzt habe ich gerade das Ogre Crossing. Das war schon eine schicke Sache. Und ich denke mal, fürs Ende wird er sich noch was richtig Dickes aufbewahrt haben. Aber ja, kurz Licht. So. Level up. Alles auf Feuermagie. Ja, also Feuermagie. Abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.